Hallo, ich grüße euch. Ich wollte noch was nachreichen zu dem ersten Teil. Ich denke mal, das ist auch so umfangreich, dass wir noch einen zweiten brauchen. Und zwar bevor ich noch den fünften Teil mache von der Rustag-Geschichte, weil es dort eher um das Verfahren geht, wie kommt man zu seinen Unterlagen. Übrig geblieben war nämlich bei dem Teil 1 diese zwei Gruppen. Das ist mir jetzt beim Ansehen des fertigen Videos nochmal aufgefallen. Und zwar, wir setzen nochmal an der Stelle Siegelrecht und Verweserwahl. Man muss den Unterschied begreifen und auch die Notwendigkeit verstehen. So, also, wenn ihr euer Personaldokument mal hernehmt, werdet ihr feststellen, dass dort eine Staatsangehörigkeit Deutsch drin steht. Man kann sich sehr viel Mühe geben, herauszufinden, was das ist. Man kommt auch sicherlich zu einer annähernden Lösung, aber man kann es auch kurz machen, denn Staat Deutsch gibt es auf dem Globus nicht. Und wenn man dann weiter forscht, merkt man, dass es dort Warnzeichen gibt, die mit dem Deutsch zu tun haben. Und zwar Deutsch groß geschrieben wäre dann die Vermarktungsfirma, die in Washington DC das Wirtschaftsgebiet der Bundesrepublik verwaltet. Wirtschaftsgebiet und Staaten haben miteinander nichts zu tun. Wirtschaftsgebiete sind einfach nur, wenn sich irgendeine Handelskette eine schaut, du machst den Norden, du machst den Süden, der andere macht den Westen und den Osten. Das ist das Wirtschaftsgebiet. Und wenn man die Wirtschaftsgebiete zusammenlegt, das ist das, was wir am 3. Oktober Wiedervereinigung nennen, gibt eigentlich keinen Grund, das zu feiern, weil das einfach nur aufgrund eines Betruges passiert ist. Und zwar bei der Außenministerkonferenz, die am 17.07.1990 stattgefunden hat. Man muss mal wissen, auf wessen Betreiben ist es denn passiert. Dort hat Kohl zusammengesessen mit dem russischen Außenminister von England, Frankreich und später haben sie dann noch den von Polen dazugeholt. So. Und nun muss man wissen, dass diese ganze Clique, zwei Vertreter der DDR waren dabei und Unterhändler von Gorbatschow, dass hier Verbrecher untereinander Verträge gemacht haben zum Nachteil des Volkes. Kohl war ein Verbrecher, weil er uns um die Bundesstaatenangehörigkeit betrügen wollte und es auch wirklich versucht hat und auch die Staatsverschuldung, die alte Bundesrepublik in den sogenannten Wirtschaftsaufschwungjahren angesammelt haben, die 624 Milliarden, mit den 6 Milliarden Schulden der DDR sozusagen egalisieren wollte. Das heißt also, der geringe Schuldenstand, den die DDR hatte, die war ja gar nicht verschuldet, und die Riesenschulden sozusagen gleichmäßig auf alle Bevölkerung zu verteilen. Und aus dem Senken der Verschuldung des Westteils Deutschlands hat Kohl dann bewirkt, dass neue Kredite aufgenommen wurden. Weil sonst wäre das Rating von AAA gefallen. Und das hätte dazu geführt, dass sehr viel Zinsen für die alten Schulden aufgewendet werden. Das hätte die Bundesrepublik erlegt. Das ist das Problem. Und das gab es aber schon lange vor der Wende. Und nun muss man weiter wissen, dass Kohl ja auch nie die CDU vertreten hat. Denn nach dem damaligen Vorstellung der CDU sollte ja im Prinzip eine gesamte Wiedervereinigung, also dass Deutschland als Ganzes wieder erreicht werden. So, denn es war nach wie vor noch das Ziel, eine große Vereinigung herbeizuführen. Allerdings war den meisten Politikern nicht klar, dass die Grenzen vom 31.12.1937, wie es aus Artikel 116 Grundgesetz vorsieht, nicht die staatlichen Grenzen sein können. Aber es ist eine Festlegung eines Besatzungsgebietes, das die Alliierten schon 2 Jahre vor Kriegsende festgelegt hatten. Da war noch gar nicht klar, ob der Krieg gewonnen wird. Aber die Gesetze und auch die Definitionen waren schon vorneweg fertig. Die sind am 8. Mai 1945 hingekommen und da lag alles auf dem Tisch. Man muss ja wissen, dass die Kriege ja kein Zufall sind und dass auch Hitler im Prinzip nur eine eliminierbare Variable dieses gesamten Vorhabens war. Es ging nie darum, den Nationalsozialismus zu beseitigen. Im Gegenteil, der Nationalsozialismus war die Voraussetzung, um die Mauerblick über 1945 drüber zu retten. Hätte nämlich Hitler damals 1941 mit dem Kaiser die Übereinkunft erzielt, dass Hitler die Ausfertigungsrechte für die Staatsangehörigkeit bekommt, hätte es genau in dem Moment einen nationalsozialistischen Staat gegeben. Insofern hat der Nationalsozialismus im Prinzip die Weimarer Republik nur fortgesetzt und die Weimarer Republik selbst aber nur ein Betrugskonstrukt. Insofern, weil, jetzt kommen wir nämlich an die entscheidende Stelle,
Am 30.09. war die Verfügung raus, sich mit dem Parlament über eine Verfahrensweise zu einigen, wie bei der Erstattung, bei der Ausfertigung der Gesetze zu verfahren ist. Aber die USPD und das Zentrum die Möglichkeit genutzt haben, den Kaiser komplett zu entmachten. Und damit war der Kaiser nicht einverstanden. Und dann hat Max von Baden dieses Gesetz zum 28.10., also die Verfassungsänderung, gefälscht, indem er einen Unterschrift gefälscht hat. Und auch, man hat auch gesehen, dass auch die Schreibmaschine, mit der das gemacht hat, nicht aus den deutschen Beständen war, sondern eine englische oder französische war, weil zum Beispiel das SZ von Preußen nicht mit drin war auf der Schreibmaschine. Und da haben die einfach Doppel-S gemacht. Und außerdem stimmt das Siegel nicht und auch die Unterschrift nicht. Also wir wissen ja, dass der Kaiser Wilhelm immer so eine Schlusslinie gemacht hat, aber die hat er handschriftlich gemacht. Und bei dieser Erklärung ist er mit Lineal gezogen. Nicht so exakt gerade. Das ist für jemanden, der sich mit Dokumenten auskennt und vor allen Dingen weiß, es gab ja diesen Antiquar-Faktorstreit im Reichstag, wonach alle Dokumente, die statisch sind, zwingend in Faktur auszufertigen sind und nicht in Antiquar oder irgendwelchen anderen Schriften, die so ähnlich aussehen. Es müsste zwingend Faktur sein und die Schreibmaschine müsste eine sein mit Faktorschrift. So, insofern kann man also das Ding relativ leicht als Fälschung identifizieren. Ebenso sind die Abtretungserklärungen, da gibt es sogar zwei, ebenfalls alles Fälschung. Es gibt bis jetzt keine ordentlich vom Kaiser bestätigte Ausfertigung. So. Und man weiß auch aus einem zweiten Grund, dass der Kaiser nicht zurückgetreten ist, weil er nämlich bis Sommer 1941 mit Hitler noch über die Ausfertigungsrechte verhandeln wollte oder sollte oder musste. Und der Kaiser hat dann gesagt, nee, ich übergebe die Ausfertigungsrechte nicht und hat die Ausfertigungsrechte mit ins Grab genommen. Er wusste ja, dass wir jederzeit einen Verweser einsetzen können, dieser muss aber direkt vom Volk gewählt werden, weil die reguläre Erbnachfolge des Adels nur dann funktioniert, wenn die regelmäßigen Wahlen sauber laufen konnten. Das war zu dem Zeitpunkt nämlich nicht mehr möglich. Man hätte ja von 1918, spätestens 1922 wieder eine staatliche Wahl machen müssen. Und das ist nicht passiert, weil die Weimarer Republik ja den kaiserlichen Staat weggeputscht hat. Aber damit ist ja nur eine Selbstermächtigung passiert und kein Staatsaufbau. So, jetzt gucken wir uns nochmal genau an. Die Verfügung war am 30.09., also sich darum zu kümmern, einen Gesetzentwurf zu machen, der dem Reichstag vorgelegt werden kann und gelesen werden kann, wie in Zukunft das weiter passieren soll, dass eben nicht vorzeitig irgendwelche Bündnisverpflichtungen eingegangen werden und dass da noch Haufen Zustimmung sind, dass da viele sagen, nein, macht das lieber nicht, lasst mal lieber eine Staatstrauer anordnen, als dass er wegen zwei oder drei Toten jetzt einen Weltkrieg vom Zahne bricht. Macht ja alles Sinn. Man muss aber wissen, dass zuvor in der Zeit von Bismarck ja noch die Sozialistengesetze, also in der Zeit davor noch die Sozialistengesetze gelten, weil man festgestellt hat, dass die Sozialdemokraten zwar immer nach außen hin so auftreten, als würden sie die Arbeiterschaft oder was auch immer vertreten, aber in Wirklichkeit ein ganz anderes Programm fahren, also die Vernichtung des sogenannten Reichs der Sachs betreiben. Also Deutschland ist ja im Prinzip jetzt nur der Nutzer dieses großen Gebietes. Das Reich der Sachs ist das älteste Siedlungsgebiet, was es in Europa insgesamt gibt. Das hat auch mit den Sachsen nichts zu tun. Die haben zwar auch ein bisschen was damit zu tun, aber dort war der zentrale Handelspunkt in der Nähe von Halle. Und das geht bis auf 7000 Jahre zurück vor unserer Zeitrechnung. Und die damalige Sprache war das sogenannte Altdeutsch. Und das findet man überall auf der Welt, auf den alten Pyramiden in Ägypten und so, das ist überall mit Altdeutsch geschrieben. Das ist hat mit dem mittelalterlichen Deutsch nicht viel zu tun, sondern es ist ein Altdeutsch. Das hat der Erhard Landmann hat das entdeckt, ihr könnt euch da gerne mal die Videos reinziehen. Und dieses Geheimnis, das will man gerne vermeiden, weil das sind die Eigentümer, die wirklichen Eigentümer von Grund und Boden, wenn man so will, von halb Mitteleuropa. So, und dann kamen die anderen Stämme und haben sozusagen gesiedelt unter gewissen Bedingungen. Und eine der Bedingungen war, dass hier kein Sklavenhalterrecht etabliert wird, weil während der Varusschlacht das Sklavenhalterrecht der katholischen Kirche abgeschafft worden ist. Und solange wie die katholische Kirche in die Gebiete von Mitteldeutschland reinregiert, alleine schon wegen der Festlegung des Sonntags, was illegal ist, weil der Sonntag nicht ein christlicher Feiertag ist, da Sonntag ist eine Folge des Konzils von Nikea, um ein satanisches
im satanischen Kult der Römer in die christliche Tradition einzufügen. So, und das hat die Bundesrepublik zum Gesetz gemacht, dass an dieser, ich sag mal, satanische Feiertag den Kirchen übergestülpt wurde. Und sobald die Kirchen das rausfinden, und da gab es eine Bewegung, die heißt sich World Last Chance, die haben das mal rausgefunden, dass hier was grundlegend falsch ist und dass deswegen auch der Segen, der auf dem Land liegt, auch nicht fließen kann. Und die Deutschen bei den Ausländern immer so das Image haben, dass sie das am leichtesten zu betrügende und am friedfertigsten hinnehmende Volk, wenn es ausgepresst und geplündert und ausgeraubt und natürlich schon belogen wird, und die da nicht aufmucken, alles mitmachen, und deswegen kann man dann regelmäßig selber die Ohren ziehen. Das ist das Image, was über die Deutschen nach außen getragen wird. Und das ist eine ganz fatale Geschichte. So, und das hat natürlich dazu geführt, dass die Politiker skrupellos waren, wenn es darum ging, das Volk auszuplündern. So, und die große Plünderung, die dann im Prinzip viele Rechtsfolgen nach sich gezogen hat, ist in der Zeit vom 30.09. bis zum 29.10. passiert. Dass dann noch im November noch ein Versailler Vertrag ausgefertigt wurde, ist einfach nur die Fortsetzung dieser Täuschung, weil diejenigen, die dort unterschrieben haben, überhaupt nicht zeichnungsbefugt waren, um statt irgendwas zu sein. Weder Erzberger, Ludendorff selber hätte eigentlich standrechtlich hingerichtet werden müssen. Erzberger auch, weil er die Staatskasse einfach übergeben hat, obwohl er überhaupt keine Erlaubnis hatte dazu. Es hätte dann Volksentscheid oder was auch immer bedurft, ist nicht passiert. Am 18.10.1908 hatte der Soldatenrat eine Morddrohung gegen den Kaiser verfasst und hat denen ein Ultimatum gegeben von 10 Tagen, dass er sich bis zum 28.10. bemühen möge, seine Amtsgeschäfte an die Putschisten des sozialistischen Soldatenrates zu übergeben. Ansonsten würde eine Kugel seinen Wert finden. So. Und nun weiß man, dass das natürlich kein Staatsübergabeakt war. Und der Kaiser gemerkt hat, dass die am 28.10. nicht darüber verhandeln wollen, mit mehr Mitspracherechte, vor allen Dingen, dass eben, sagen wir, die Schwarmintelligenz in so einem Reichstag greift, sondern es ging darum, grundsätzlich die Monarchie in Deutschland zu beseitigen und eine ähnliche Nummer durchzuziehen, wie es in Russland passiert ist. Also der russische Zar wurde auf Betreiben des Vatikans beseitigt. Und das Zentrum war auch mit beteiligt an dem Sturz des Kaisers. Und das Zentrum ist der politische Arm des Vatikans gewesen. Und es ist auch heute noch so. Die Zentrumpartei gibt es jetzt nur noch am Rande, aber egal. Die USPD ist der Vorläufer der SPD und die machen auch heute wieder Änderungen an den Staatsangehörigkeitsgesetzen, obwohl sie das nicht dürfen. Ja, weil sie in der alten Tradition der USPD den Volksverrat von 1918 nochmal nachträglich verfestigen wollen, aber es ist insgesamt illegal. Die Bundesrepublik hat sich genau in dem Moment ihre Legitimation weggeschossen, als er ihre Bundesländer dazu aufgefordert hat, aus der Weimarer Reichsverfassung von 1919 Teile zu übernehmen. Und damit treten sie, also wer sich mit dem Feind des Staates, und der Weimarer Republik, der Feind des Staates, verbündet, der fällt aus der sogenannten Verweserfunktion heraus. Ein Verweser wäre möglich gewesen, um sozusagen das Ausfertigungsrecht für Gesetze an das Parlament zu übertragen. Das wäre eine Berechtigung, die ein Verweser hat. Und der Verweser sollte jemand sein, der das volle Vertrauen des Volkes genießt und der das Wissen hat, wie man aus schwierigen Situationen wieder rauskommt. So. Wir müssten also, um sozusagen bei Sachsen und Bayern unabhängig von Preußen einen Friedensschluss zu erklären, wenn Österreich-Ungarn einen Friedensschluss erklärt, einen Verweser wählen. So, und jetzt kommen wir an die spannende Frage, wo ich schon eingestiegen bin, diese zwei Gruppen. Wir brauchen ja für diese Verweserwahl Wahlberechtigte. Und die müssen aus dem Bereich der Rustag-Staatsangehörigkeit stammen und müssen die Anforderungen erfüllen, die zum Ende des Staates, am 27.10.1918, wahlberechtigt gewesen wären. Also die Kinder davon, ja, die anderen leben ja nicht mehr. So, das heißt, man müsste dann die männlichen Rustag-Deutschen, die das 26. Lebensjahr vollendet haben, die könnten dann im Prinzip wählen. So, und diese Feststellung muss jemand machen. Früher war es so, dass dann der Amtmann im Prinzip ein paar Leute bestimmt haben, die durchs Dorf gegangen sind und geprüft haben, wer denn hier
wahlberechtigt ist. Dann haben die eine Liste gemacht, die Liste wurde ausgelegt, dann wurde drüber geguckt, ob das so passen kann. Und dann wurde die Wahl angesetzt und da wurden also die Amtmänner und die öffentlichen Ämter gewählt. So, und da konnte jeder sein Votum abgeben, es waren aber keine Parteien zugelassen. Also wenn nach dem staatlichen Recht eine staatliche Legitimation erlangt werden soll, sind die Parteien komplett außen vor. Demzufolge kann also CDU, SPD und wie sie alle heißen, keine Staatsregierung stellen, auch keine Staatssekretäre ernennen, auch keine Staatsanwälte ernennen, weil der Staat nur ein Staat ist, wenn er über seine eigenen Sachen auch frei entscheiden kann. Wenn ein Staat nicht handlungsfähig ist, kann er auch keine Ernennung ausstellen. Demzufolge ist es fraglich, wo die Staatsanwälte überhaupt ihre Ernennungsurkunden herkriegen. Und ich kann euch verraten, dass es so läuft, dass die von der DDR kommen, obwohl die das gar nicht können, weil die Legitimation 4 Jahre nach Ende der Legislaturperiode geendet hat. Also man hätte aller spätestens, wenn man 89, also eine Volks, 89, 90 eine Wahl gemacht hat, wäre also aller spätestens 94 die Messe gelesen gewesen. Ja? Man hätte selbst sagen können, ja, durch die Wirren der Wende und so weiter, da hat sich das jetzt ein bisschen verschoben, wir haben jetzt bis 94, aber die hätten aller spätestens 94 schon mal wählen müssen. So, ist nicht passiert. Fakt ist, dass sie alle Staatsanwälte der Bundesrepublik in Ost-Berlin über die Anerkennung der DDR als Staat, Staatssekretäre und Staatsanwälte benannt haben. Das ist Betrug. Weil die Bundesrepublik selber sich immer nur als Bundesrepublik anerkannt. Es ist nämlich falsch, dass man den Reichsbürgern, da habe ich nichts mit zu tun, aber die soll es ja geben, angeblich die Existenz der Bundesrepublik leugnen. Nee, die leugnen nicht die Existenz der Bundesrepublik, die haben mit der ja ein Riesenproblem, sondern die leugnen, dass die Bundesrepublik ein Staat ist. Und um ein Staat zu sein, müsste es ohne Fremdbestimmung leben können. Also dürfte kein Besatzungsstatut haben. Und das Besatzungsstatut besteht aber noch. Das ist versteckt in dem Vertrag über die besondere Rechtsstellung von Berlin. Und dort drinnen sind die ganzen Besatzervorbehalte genannt. Und wer die Kontrolle über die Hauptstadt hat, hat die Kontrolle über das Land. Denn was in der Hauptstadt gilt, gilt im ganzen Land. Und so funktioniert das nämlich. Und da alles mit Berlin zu tun hat, weil alles in Berlin ausgefertigt wird. Das war auch der Grund, weshalb man die Bundesregierung von Bonn nach Berlin verlegt hat. Damit immer dann, wenn die Bundesregierung irgendwas tut, es irgendwie was mit Berlin zu tun hat und damit der Besatzervorbehalt greift. Das heißt, wenn die Bundesrepublik ein Staat werden will, müsste sie erstmal wieder nach Bonn ziehen und dann müsste sie einen Nachweis erbringen, Entschuldigung, dass das Besatzungsstatut gelöscht ist. So, also können wir uns mit der Sache eigentlich mit gutem Gewissen verabschieden. Die Bundesrepublik ist einfach nur ein Verwaltungskonstrukt, was das Vereinigte Wirtschaftsgebiet verwaltet. Hier geht es nur um Wirtschaft, hier geht es nicht um Staat. So, das ist ein Fakt und die Alliierten und auch die Militärregierung, die nach wie vor in Stuttgart ihren Sitz hat, die haben gesagt, die Aufgabe der Bundesrepublik ist, dieses Wirtschaftsgebiet zu verwalten und sie sollen es dabei belassen. Das haben die Generäle der US-EUCOM schon mehrfach betont. Aber die Bundesrepublik spielt eben gerne den Staat und die Frau Merkel hat auch selber schon gesagt, dass sie der Staat ist. Alleine für diese Äußerung hätte sie von ihrem Amt entbunden werden müssen. Aber gut, eine andere Geschichte. Entscheidend ist jetzt die Geschichte. Wie ist das jetzt gelaufen zwischen 30.09. und 29.10.? Also die Verfügung ist raus. Der Kaiser hat im Prinzip ein Tor aufgemacht zu sagen, okay, arbeitet einen Gesetzentwurf aus, was wir ändern wollen, damit, sagen wir mal, überschnelle, hitzige Diskussionen vermieden werden und alles wohl überlegt und wohl gestaltet in der Verwaltung, in der Gesetzgebung läuft. Das ist insofern ein sehr fortschrittlicher Schritt, den der Adel da gegangen ist und hätte sicherlich auch zu einer guten Entwicklung gehört, aber dazu hätte es Abgeordnete bedurft, die ein ehrliches Verlangen haben, hinter dem Volk und hinter der sozialen Not, die es ja nach dem Krieg gab, zu stehen und die nicht vorhatten, das Volk zu betrügen und den Adel komplett zu enteignen und sich das Volkseigentum und auch den Besitz des Adels anzueignen. Und wie das dann gelaufen ist, konnte man ja 1945 bis 1947 durch die Ereignung in Mitteldeutschland erleben. Da gibt es übrigens eine schöne Dissertation dazu, könnt ihr euch mal reinziehen. So, gut. Am 18.10., also das war reichlich 14 Tage später, kam diese Morddrohung vom Soldatenrat und dann war die 10-Tages-Frist bis zum 28.10., wo er sich hätte entscheiden müssen.
Und der Kaiser war mit der Übergabe in der Form, wie es jetzt war, nicht einverstanden und hat das Gesetz vom 28.10., was dem damaligen Reichstag die Ermächtigung gegeben hat, Gesetze auszuarbeiten, nicht ausgefertigt und es ist auch nicht im preußischen Gesetzblatt vorhanden. So, und was im preußischen Gesetzblatt nicht vorhanden ist, ist nach den staatlichen, es geht ja noch vor der Übergabe immer noch nach den staatlichen Regularien. Ja, erst wenn es übergeben ist, geht es nach den neuen. Es geht aber nach den alten. Nach den alten Regularien war das Gesetz vom Kaiser auszufertigen. Und wenn der Vorbehalte hat und auch berechtigte Einsprüche, und die sind in dem Fall auch klar, ist das Gesetz vom 28.10. nicht da. Demzufolge kann alles das, was nach dem 28.10. passiert, nicht mehr dazu führen, dass irgendein Staatsvertrag, auch kein Rundschirmstaatsvertrag, überhaupt nichts mehr staatlich ist, solange wie kein neuer Verweser eingesetzt wird, der das Vertrauen des Kaisers genießt. Jetzt muss man natürlich überlegen, wenn Max von Baden es trotzdem versucht hat, und es ist seine Unterschrift drin, dieses Gesetz durch die Ausfertigung zu mogeln, er hätte sofort in der gleichen Nacht, also in der Nacht vom 28. zum 29.10. standrechtlich erschossen werden müssen. Das ist die gerechte Strafe für Hochverrat, die der Max von Baden, die USPD und das Zentrum hatten. Und demzufolge hätten auch die Führer des Zentrums eine Hochverratsanzeige und Anklage entgegensehen können. Es ist aber anders gekommen. Max von Baden hat gemerkt, dass er was gemacht hat, was ihm möglicherweise den Kopf kostet. Und hat dann, um eine Schadensbegrenzung zu machen, den Kaiser gewarnt, dass er noch in der nächsten 24 Stunden umgebracht wurde. Und dann ist er am 29.10. 3 Uhr über die Grenze geflohen. So, und damit war er erstmal außer Gefahr. Aber die Putschisten, vor allen Dingen die Sozialdemokraten, sind ihm hinterhergefahren ins Exil und haben dort versucht, eine Unterschrift unter die Abtretungsurkunde zu kriegen. So, nun wissen wir über die Sache relativ wenig. Fakt ist aber, dass es nicht freiwillig passiert ist. Denn bei einer freiwilligen Übergabe hätte ja der Kaiser die Staatsakte, sagen wir mal, in einem großen, großen Staatsakt übergeben. Ne? Er hätte dann ein großes Orchester eingeladen und hätten sie einen Maler gemacht, der die neue Nationalversammlung irgendwie gemalt hätte. Und dann hätte er eine große Ansprache über den Rundfunk gemacht. Rundfunk gab es ja, ne? Der einzige. Das einzige Rundfunkmonopol hatte ja nicht die GEZ, sondern das hatte ja Telefunken. Und nur Telefunken wäre berechtigt, einen Vertrag auszufertigen, aber das hätte dann kein Staatsvertrag sein können. Und der Vertrag hätte dann mit jedem einzelnen Nutzer abgeschlossen werden müssen. Ja, das ist der Betrug, den die Bundesrepublik seit Jahren macht. Die simulieren einen Staat, um die Leute abzuziehen. Das ist der Punkt. So, jetzt ist nicht passiert. Fakt ist, dass nachgewiesen werden konnte, dass diese zwei Abtretungsurkunden ebenso wieder gefälscht waren. Mit Lineal und mit irgendwelchen Tricks haben sie versucht, das nachzumachen. Hitler ist dann später dahinter gekommen und hat dann den Kaiser eingeladen, nochmal eine ordentliche Übergabe zu machen, um zumindest das, was er selber an Gesetzen auf den Weg gebracht hat, zu legalisieren. Und das hat der Kaiser abgelehnt. Insofern ist die Sache erlöschen. Das heißt, wir kommen dahin festzustellen, dass der Putsch am 28.10. passiert ist und nach internationalen Regeln und gesetzlichen Rahmenbedingungen ist es immer so, dass die Übergabe der Kontrolle über ein Staatsgebiet immer zum Tageswechsel passiert. Das heißt, der Wechsel wäre am 28.10. 0 Uhr, weil der Putsch am 28.10. 0 Uhr war. So. Und alles das, was ab 28.10. 0 Uhr ist, steht unter der Verantwortung der Besatzer Weimarer Republik gegen das Kaiserreich. So, die haben ab 28.10. 0 Uhr für alle Rechtsfolgen, die danach entstehen, privat unbeschränkt nach Rechtsversicherungsordnung zu haften. Und zwar alle, die sich später anstellen, die sich dann irgendwelche Gremien ernennen und Ausschüsse, was es ist, alles, was die beschließen. Immer dann, der Handelnde haftet privat unbeschränkt, bis es zu einer Entlastung kommt. Und die Entlastung muss durch den Verweser kommen und die kommt nie. So, das heißt, diejenigen, die sich in irgendwelchen Parteien engagiert haben und Haushaltspläne beschlossen haben, haften privat unbeschränkt für alles, was an Geld rausgepulvert wird, auch für die ganzen Migranten. Ja, jeder einzelne Cent, der da ausgegeben wird, muss zurückgeführt werden, weil im Rahmen der Besetzung, die Weimarer Republik war ja die Besetzung des Kaiserreichs und der Nationalsozialismus, die Besatzung der Weimarer Republik und die Bundesrepublik, die Besatzung des Nationalsozialismus. So. Das ist die Nahrungskette. Am Ende ist es aber so, dass der Unterliegende, der Weimarer Republik,
keine Legitimation hatte. Und wenn niemand eine Legitimation hat, kann er die auch nicht vererben und der Nächste kann sie auch nicht wieder vererben. Insofern liegt alles und steht alles mit dem Datum 27.10. 23.59 Uhr, 59 Sekunden, also eine Sekunde vor dem Wechsel. Und man sieht auch, dass die Tradition auch später weiter fortbestanden hat, nämlich die Verträge über die Löschung der DDR- und BRD-Staatsfragments wurde am 17.07.1990 geschlossen und das Staatsfragment in der 59. Sekunde vom 27.10. Vom 17.07.1990, 23.59 Uhr, 59 Sekunden beendet und 0 Uhr, also 28.07.1990, wurden die zwei handelsrechtlich unter gleichem Namen erzeugte BRD und DDR gestattet. So, und für die eine Sekunde zwischen 59 und 0 lag die Verantwortung über das Militär und über die über das Atomköfferchen allein bei den USA. So, und damit hatten die Russen kein Problem. Allerdings muss man feststellen, dass der Unterhändler der Sowjetunion ein Agent von Gorbatschow war. Und Gorbatschow ist Mitglied des Club of Roms. Und er hatte die Absicht, weil der Club of Rome ist nun mal das Geschäftsmodell ist, die Wiederetablierung des römischen Sklavenhalterrechts, versucht hat schon damals, sowohl die Mitteldeutschland als auch Russland selbst in Verträge reinzuziehen, diese später dazu nötigen, eine Verquickung zwischen Rubel und Dollar einzugehen. Und Jelzin hat im Prinzip dann dort den Schlussstrich gesetzt und im Prinzip das Ende der freien Entscheidungsfreiheit der Russischen Föderation eingeleitet. Und das ist genau das, weshalb Putin jetzt dran ist, diese alten Verträge, ohne dass er sie brechen muss, so zu erfüllen, dass die russische Wirtschaft weiter wachsen kann. So. Und das läuft jetzt alles aus zum Glück. Und deswegen ist es eine sehr große Sache, dass Putin jetzt im Prinzip wiedergewählt worden ist. Auf seiner Agenda ist, die Staatsgrenzen wiederherzustellen. Das heißt also, die Gebietsansprüche für Ostpolen formal zu stellen, zumindest bezüglich Wahl. Und das würde dazu bedeuten, dass er den westlichen Teil Polen an das Preußen zurückgeben müsste. Weil jetzt ist das Problem, wie soll Preußen das entgegennehmen, wenn für Preußen kein Verweser bestimmt ist. So, deswegen haben wir eben die Befürchtung, dass eben dort der Euro-Raum in Preußen die Oberhand gewinnt und dort ein schlimmes wirtschaftliches Desaster entsteht. Und das wollen wir als Sachsen und Bayern möglichst nicht erleben. So, um das zu verhindern, bräuchten sie einen Verweser, also wir brauchen für Sachsen einen, für Bayern einen und für Preußen und für die anderen Bundesstaaten. So, und der Verweser muss gewählt werden von den Berechtigten, die nach Rustag Deutsche sind. So. Und um die zu erzeugen, bräuchtest du eine Bestätigung, dass die Rustag-Staatsangehörigkeit besteht. Und diese Bestätigung muss zwingend ein Siegel des Bundesstaates tragen. Nicht von der BRD und auch nicht vom Bundesverwaltungsamt, sondern es muss ein Siegel sein, was am 27.10.1918 gültig war. So, deswegen muss man, um ein gültiges Siegel auf die Bestätigung zu kriegen, eine siegelrechte Wahl machen und sozusagen den Leuten, die im Sprengel der Wahlkommission liegen, also die Wahlkommission ist diejenige, die als Stelle entscheidet, wer noch Rustag Deutsche ist und auch für alle anderen Gebiete außerhalb Amtshilfe leistet. So, das heißt, die haben, die siegerische Wahl hat man in Sachsen gemacht und in Bayern, in ausgewählten Orten, nämlich dort, wo die Bundesrepublik einen Wahlfehler produziert hat, wegen Zwangseingemeindung ohne Volksabstimmung. Und dort wurde für dieses Gebiet die siegelrechte Wahl durchgeführt und die war auch erfolgreich, gab auch keine Wahlanfechtung. Und die haben das Siegel für ihr Gebiet erhalten und können per Amtshilfe, und da muss dann außen noch Nutzungsrecht 1913-14 rund ringsrum, die Rustag-Bestätigung erstmal ausstellen. Das ist eine reine Sache, um ein Wahlrecht zu etablieren, weil die Einbürgerung in ein Gebiet außerhalb des Einzugsgebiets der Wahlkommission nur der Verweser selber machen darf. Und diese Rechte entstehen erst, nachdem die Wahl gelaufen ist oder das Referendum gelaufen ist. Dann würde die entsprechende Behörde, die Wahlkommission, die ganze Arbeit gemacht hat, das zu prüfen und das auszustellen, entlasten
Ja, also wenn sie es nicht entlasten, würde ja auch die Verwässerwahl umfallen. Und es gibt auch die Verfügung, dass alles das, was zur Handlungsfähigkeit des Staates notwendig ist, entlastet werden muss. Das kriegt er dann alles mit, wenn er die Rüstag-Serie, die 5 Teile, euch reingezogen hat. So, das heißt, man muss jetzt überlegen, wer wäre wahlberechtigt für Verwässerwahl. Ist klar, sind die Rüstag-Deutschen. Also sind die 26-jährigen männlichen Nachkommen, die nach Rüstag Deutsche sind. Und für die siegelrechte Wahl ist es aber anders. Dort muss der Wahlumfang gewährleistet sein, der beim Verfassungshochverrat vom 17.07.1990 gewirkt hat. Also, das wäre in der DDR, alle die, die in der Nacht, wo der Betrug passiert ist, wahlberechtigt waren, die dürfen bestimmen, ob ihre eigene Wahlkommission das Siegel vom 27.10.1918 benutzen darf. Und wenn die keine Wahlkommission gründen und sozusagen denen das alles egal ist, dann hat jeder, der im Norddeutschen Bund lebt, die Möglichkeit, an ein anderes Amt zu gehen und sich die Bestätigung dort zu holen. Die müssen bloß dafür sorgen, dass sie keine Einbürgerung machen, sondern nur eine Bestätigung, dass sie Rüstag-Deutsche sind. Und die müssen dann auch vermerken, wer es ausgestellt hat. Also die kriegen dann ein Siegel aus einem anderen Sprengel. Aber das macht nichts, es ist eine Bestätigung. Und damit kriegen die in ihrem Wahlgebiet auch die Wahlunterlagen. Und deswegen haben wir uns überlegt, wir brauchen es nicht in kleinen Kleckersdorf überall eine Wahlkommission machen. Es reicht, wenn wir es an ausgewählten Orten machen, wo zweifelsfrei über Jahre hinweg Wahlbetrug damit gemacht worden ist, dass Gemeinden zusammengelegt worden sind ohne Volksentscheid. Das hat gelangt. Und da gibt es einige Orte, wo das so ist. So, und die haben diese Wahlkommissionssiegel erhalten und die können sie auch benutzen und die haben sie auch schon benutzt und haben schon Rüstag-Bestätigung ausgestellt. So, jetzt müssen wir im Prinzip alle Sachsen und alle Bayern auffordern, ihre Bestätigung nach Rüstag einzuholen. Sie können das an jeder beliebigen Wahlkommission innerhalb des Norddeutschen Bunds machen. So, und die sozusagen in den Schutzgebieten einen Vertreter wählen wollen, müssen in ihrem Schutzgebiet nochmal eine eigene Wahlkommission machen, weil die nämlich unmittelbare Reichsangehörige von Preußen sind. Preußen aber möglicherweise keine Wahlkommission hat. So, aber das ist egal. Die können in Windhoek, können die sich eine Wahlkommission machen. Die ganzen deutschen Farmer, die da unten sind, müssen dann wählen. Wie das gemacht wird, erkläre ich dann im 5. Teil der Rüstag-Serie. Da kommt sicherlich die Woche noch. Und dann müssen wir gucken, müssen wir dann, sagen wir mal, ein halbes Jahr Zeit lassen, dass die Leute alle ihre Bestätigungen holen und die Unterlagen herbeibringen. Und wenn man dann wenigstens mehr als die Hälfte der Rüstag-Deutschen die Bestätigung hat, könnte man in Gebieten, wo eine sehr hohe Fertigstellungsrate, sage ich mal, erreicht ist, im Prinzip schon die Verweserwahl für einen lokalen Verweser machen, also solche großen Gebiete wie Dresden, Leipzig, Chemnitz und so weiter, die schon sehr weit sind, die also so mal ein oder anderthalb Jahre der Entwicklung in Bayern schon weiter sind, die könnten natürlich schon anfangen, dort ihre Verweser zu bestellen. Zwei sind auch schon bestellt, weil dort die Wahlbeteiligung gereicht hat. Eine staatliche Wahl ist gültig, wenn drei Wahlberechtigte mindestens anwesend waren und alle eingeladen wurden. Und die Bedingung ist relativ leicht zu erfüllen in allen Gebieten, wo keine ordentliche Wahlgrundlage da ist. Also bei Zwangseingemeindungen ähneln. In Grünau zum Beispiel ist es auch der Fall. Grünau hat eine Zwangseingemeindung gemacht und sogar ein Bürgervotum mit 82% dagegen. In Grünau wäre die Möglichkeit auch auszustellen. So, gut, sind wir durch. Wir wissen also, dass ein Staat nur dann besteht, wenn er ohne Fremdbestimmung ist und solange das Besatzungsstatut besteht, haben wir also in dem Sinne keinen Staat vorliegen. Und die Handlungsfähigkeit des Staates muss wiederhergestellt werden, alleine schon um Haager Landkriegsordnung Artikel 43 zu erfüllen. Dort steht nämlich drin, dass das Landrecht gilt. Landrecht, und der Landrecht wird verstanden im Rahmen Haager Landkriegsordnung von 1907 war das Landrecht, das allgemeine preußische Landrecht. So. Und das kam immer dann zum Einsatz, wenn sich zwei Vertragspartner nicht über einen gewissen Stand privatrechtlich einigen konnten. Ne? Dann hat das Landrecht gegriffen, ansonsten hat die privatrechtliche Vereinigung gewonnen. Also wenn da die Brauerei in dem Gasthaus irgendwas geliefert haben und die sind sich nicht einig geworden, dann wurde nach diesem Landrecht entschieden. Ansonsten haben das gegolten, was dort vertraglich ist. Und aus diesem Grund hat die Bundesrepublik
alles zu Firmen gemacht. Jede Stadt, jeder Landkreis, jeder Dings, alles zu Firmen, um eben ja nicht nach dem allgemeinen preußischen Landrecht zu verfahren. Und darüber werden die Leute in der Bundesrepublik betrogen. Und deswegen sagt Frau Merkel, ich bin der Staat. Die hat alles mit Firmen unterlegt, ohne dem Volk zu sagen, dass es alles nur eine Firma ist und dass es auch jederzeit anders haben könnte. Und genau das ist der Grund, weshalb wir eine Verweserwahl brauchen, damit nämlich das ganze Unrecht, was seit 28.10.1918 passiert ist, auch vor allen Dingen, weil es ja seitdem keinen gültigen Haushaltsplan gegeben hat. Der Staat muss ja einen Haushaltsplan haben, weil aufgrund der Hager Landkriegsordnung ja bestimmt ist, dass nur die Besatzungskosten und die notwendigen Verwaltungskosten abgezogen werden können. Und in allen anderen Fällen muss die Steuer so weit gesenkt werden, dass keine Steuerlast darüber hinaus erhoben wird. Der Besatzer muss einfach mit den Besatzerkosten leben. Nun muss man wissen, wer ist von wem Besatzer, habe ich schon erklärt. Bayer Blick ist der Besatzer des Kaiserreichs, das ist der Staat. Der Nationalsozialismus, der Besatzer der Bayer Blick. Und die Bundesrepublik, der Besatzer des Nationalsozialismus. So, die haben aber den Nationalsozialismus nie beendet. Wir hätten es ja machen können. Die haben weiter die nationalsozialistischen Gesetze fortgesetzt und damit eine Entrechtung bewirkt. Unter anderem eben auch mit dem zwangsweisen Fortführen der ungültigen deutschen Staatsangehörigkeit. Und das ist ja nach Tilles Urteil verboten. Auch ist der Bundesrepublik verboten, ein neues Gesetz zu machen, um das alte Ungültige, was sie eigentlich nicht mehr nennen können, trotzdem weiterzuführen. Also die gleiche Verfahrensweise nennen, plus umbenennen, ist alles illegal. Und bemerkenswert ist, dass genau das, wie die USPD damals den Staat weggeputscht hatte, die SPD heute wieder in die Rechte des deutschen Volkes eingegriffen hat und versucht hat, ihr Stack zu etablieren. Aber wir haben es gemerkt. Könnt das alles nachprüfen. Ich erzähle ja nicht irgendwas, sondern ihr könnt euch das Gesetzblatt bestellen, könnt reingucken, welches Ausfertigungsdatum drin steht und dann wisst ihr, dass ihr betrogen worden seid. So. Und die Möglichkeit, da rauszukommen, ist einfach, dass ihr eure Unterlagen an die Wahlkommission schickt und die das dann prüft. Und dann kriegt ihr im Prinzip dort die ausgefertigte Bestätigung der Russland Staatsangehörigkeit und mit dieser Bescheinigung könnt ihr euch dann später, wenn das Referendum stattfindet, ich nehme an, dass es dieses Jahr im Herbst passiert, dort die Wahlunterlagen geben lassen und dann wird dort in den einzelnen Wahlkreisen, legen dann die Wahlkommission fest, die Wahl durchgeführt. Und für diese Wahl brauchen wir also Hilfe in den Wahlkommissionen. Wir werden alleine in Bayern und Sachsen etwa 10.000 Wahlkommissionen gründen müssen, mit jeweils 25 Leuten, die Unterlagen prüfen. Und damit das alles ordnungsgemäß läuft und keine Fehler passieren, haben wir also Schulungen vorgesehen, wo wir die Leiter der Wahlkommissionen an zentralen Orten schulen. Das wird eine Schulung über Wochenende sein. Dann wird es so sein, dass die einmal an der Schulung teilnehmen, einmal an der nachfolgenden Schulung als Helfer mitarbeiten, dann kriegen sie es auch zweimal mit, weil die ja die Schulung während ihrer Helfertätigkeit mit Beschallung da übertragen kriegen. Und beim dritten Mal werden sie ihre eigenen Mitglieder der Wahlkommission schulen, ja, weil sie dann Leiter sind, eine entsprechende Ernennung, einen entsprechenden Sprengel zugeteilt gekriegt. Also was weiß ich, die Wahlkommission von Stendal, da ist so eine Karte, die da eingeringelt wird, das gehört zu der Wahlkommission und alle umliegenden Dinger, die außerhalb des Sprengels liegen, liegen bei anderen Wahlkommissionen. So. Und sobald das ausgegeben ist, können die also dort Urkunden ausstellen und prüfen und ihren Bewohnern dort mitgeben. Deswegen ist es sinnvoll, dass also in allen größeren Orten noch Wahlkommissionen entstehen, einfach um die Arbeit zu bewältigen. Und jeder, der im Prinzip vermeiden will, dass sein Grund und Boden weggepfändet wird oder eine Grundschuld eingetragen ist, die Politiker in Berlin haben ja einen Gesetzentwurf herausgebracht, wonach jeder seinen Anteil an den Bundesschulden als Grundschuld auf seinem Grundstück eingetragen kriegt und die kein Grundstück haben, den wird sozusagen ein Teil des Bundeslandes sozusagen virtuell zugeteilt und das gleichzeitig noch belastet. Also übler kann man es fast nicht machen und wenn ihr das vermeiden wollt, müsst ihr einfach eure Russland-Staatsangehörigkeit besorgen, dann für Russland-Staatsangehörige darf diese Pfändung nämlich nicht gemacht werden. Es darf nur im Rahmen derer gemacht werden, die eine ungültige Staatsangehörigkeit haben, also zum Beispiel die von Hitler, weil die von Hitler weiß man, dass man dort Pfändungen machen kann über das Chefgesetz 52. Und das müssen wir unter allen Umständen verhindern. So, gut. Ihr wisst also, was ihr zu tun habt. Kümmert euch um, dass ihr die
Brustabteile euch mal anseht und versteht, wie das dort läuft. Und dann hoffen wir, dass es im Herbst mit dem Referendum in Sachsen und Bayern durchläuft und dass inzwischen auch die Vorbereitungen der Wahlkommission für Preußen erfolgreich waren. Die waren ja schon dran. Also es ist nicht so, dass in Preußen nichts entsteht, aber derjenige, der es macht, der ist momentan auch alleine. Der braucht noch Helfer, der braucht 500, 600 Leute, um auch in Preußen so eine Schulung zu machen, damit genug Leute wissen, wie das dort laufen muss. Es dürfen keine Fehler passieren. Und deswegen ist es auch, wie ich es in der Rostock-Serie erklärt habe, auch mit mehrfacher Sicherheit hinterlegt, dass da nichts passieren kann. So, insofern hoffen wir, dass bis dahin das Eurosystem noch am Leben bleibt, um ein geordnetes Referendum ohne Zusammenbruch zu haben. Denn ihr müsst euch vorstellen, es gibt viele Leute, auch guckt euch an, habt Geld kommen, könnt ihr mal gucken, so der virtuelle Aufwachrahmen, die jeden Tag trompeten, ja, bitte lasst den Zusammenbruch kommen, damit das endlich aufhört. Aber ihr müsst wissen, was er damit heraufbeschwört. Es kann da niemand mehr kaufen und verkaufen. Die Versorgung mit Lebensmitteln und die Verteilung des Bruttoinlandsprodukts ist nicht mehr gewährleistet. So, und das, den Zusammenbruch, der würde uns nicht interessieren, wenn wir den Bundesstaat schon aktiviert hätten und jeder schon erstmal wenigstens grundversorgt wäre. Ja, und die Grundversorgung ist eben genau die, die beim Euro-Untergang nicht mehr gewährleistet ist. Also wer denkt, na, ich habe ja mein Herz hier, ja, den Zahn kann ich ihn ziehen, denn das hat er eben nicht. Er hat vielleicht noch die Ansprüche von so einem Bescheid, wenn er noch nicht ausgezahlt wird. Aber was ist denn mit einem Anspruch? Einen Anspruch kannst du nicht essen. Ja. Also haben wir auch festgestellt, dass genau diejenigen Leute, die in den unteren Einkommensgruppen liegen, eigentlich die sind, die am besten und am effizientesten und am schnellsten arbeiten und auch am meisten Geld einbringen, um sagen wir mal, die laufenden Ausgaben einer Wahlkommission abzufangen, während die Gutverdiener sich eigentlich hinten rumlehnen und sagen, ja, ich habe meine 5, 6 Unzen Gold liegen, was soll denn mir passieren? Ich kann die Ausschöpfung passieren, ganz einfach, das ist der Punkt. Wer nämlich in sich einem Bundesstaat ohne Aufenthaltsgenehmigung des Bundesstaates erfällt, kann nämlich ganz schnell ausgeschafft werden. Und dazu ist Preußen nämlich berechtigt, eine internationale Schutztruppe anzufordern und die muss auch geliefert werden. Russland hat nämlich entsprechende Vereinbarungen unterschrieben, dass sie für die Erfüllung des Vertrages von Kalisch Schutztruppen bestellen. Und man kann dann bis 13, wie lange das dauert, wenn also das entsprechende Referendum durch ist, bis die Schutztruppe dann hier steht. So, das wollte ich nur den Leuten mal mitteilen, die die Möglichkeit hätten, sich ein bisschen zu engagieren. Und wenn sie 5 Euro einlegen würden, wäre das auch okay. Aber es geht nur, indem diese riesengroße Aufgabe auf breite Schulter verteilt wird. Und solange wir uns ständig wegen 50 oder 100 Euro dreimal bücken müssen, geht es natürlich extrem langsam. Aber wenn entsprechend der Kassenstand erreicht ist, dass man auch hauptamtliche Mitarbeiter einstellen kann, die nichts anderes machen, als von früh bis abend nur Rüstungsbestätigungen prüfen, dann werden wir natürlich viel schneller. Und wir könnten natürlich dann auch entsprechend in die Medienarbeit gehen, um den Kaiserrundfunk eben auch auf Astra zu kriegen. Das ist also ein großes Ziel, was wir noch erreichen wollen. Und dort können wir dann natürlich die Schulung über Astra laufen lassen. Dann ist es natürlich viel schneller und effektiver, dass jeder auch seine entsprechende Bestätigung kriegt, dass er als Leiter einer Wahlkommission tätig werden darf. Ne? Also der Sprengel der bestehenden Wahlkommission wird nur dann verändert, wenn jemand einen entsprechenden Befähigungsnachweis nachbringt und auch die entsprechende Schweigeverpflichtung unterschreibt, dass er also die ihm bekannt werden Informationen nicht an andere weitergibt. Das ist so eine Voraussetzung, aber das ist alles Thema, was in den Schulungen noch erklärt wird. So, gut, ich denke mal, wir haben das jetzt soweit erklärt und ich hoffe, dass ihr euch den Ernst der Lage auch verinnerlicht und diesmal, wenn der Euro wirklich runtergehen würde, würde es die Mitläufer treffen. Es würde nicht die Befürworter des Systems treffen, weil die haben ihre Bunker. Es würde auch nicht unbedingt die Gegner treffen, denn die sind gut vernetzt. Es würde einfach die Mitläufer treffen, die das völlig unvorbereitet trifft, und wie so ein Hammerschlag. Und die, wenn sie die ganze Wahrheit erfahren müssen, wie sie jahrelang betrogen worden sind, in Wahnsinn getrieben werden könnten. Ja, also weil das einfach zu viel ist, so Nervenzusammenbruch in der Größenordnung. Wenn den Landräten dann klar wird, dass sie als Letzter in ihrem Gebiet für alle Handlungen ihrer Angestellten in vollem Umfang einstehen,
Dann wird die Sache natürlich spannend. In dem Zusammenhang möchte ich euch auf eine neue Verfügung mal hinweisen. Hier, da steht drauf, Dienstanweisung zur Meldung von Reichsbürger im Landratsamt Rastatt. Lass dich da nicht irre machen. Es gibt keine Reichsbürger. Das, was hier läuft, ist ein Versuch. Zum Beispiel, wenn jemand sagt, ich habe ja unter einem amtlichen Schreiben keine Unterschrift, den als Reichsbürger zu verleumden, um dann sozusagen auf sein Gehalt, auf seinen Arbeitsgeber einen natürlichen Druck auszuüben, weil durch die Unterschrift noch bescheiden wird, der Bescheid überhaupt erstmal rechtskräftig. Und der Landratsamt, Leiter von Rastatt will sich nämlich seiner Verantwortung entziehen und lügt hier den Leuten die Taschen voll. Hier steht zum Beispiel, Bemängeln einer fehlenden Unterschrift bei behördlichen, gerichtlichen Schreiben. So. Grundsätzlich ist ein amtliches Schreiben nur mit der Unterschrift gültig und der Landrat versucht jetzt im Prinzip unter sich Mithaftende zu erzeugen. Nämlich die, die unrichtige Bescheide ausgestellt haben, obwohl sie das müssen. So, und mit ungültigen Schreiben sagen sie dann, ja, das ist ja ist aus Versehen aus dem Drucker rausgekommen, das hätte ja derjenige gar nicht zugestellt werden können, das ist ja alles ungültig. So, aber inzwischen haben sie den schon gepfändet, haben das Haus weggenommen, haben das Auto weggenommen, haben die Kinder verschleppt, was auch immer, mit diesen ungültigen Bescheiden. Also das ist hier, dieses Schreiben ist Verfassungshochverrat, im Prinzip gehört derjenige wegen Landfriedensbruch angezeigt. Ja, aber das machen wir dann alles im fünften Teil. Ich bedanke mich erstmal für eure Aufmerksamkeit und zieht euch mal die Landratsanweisung von Rastatt aus dem Internet und lässt es mal durch, dann wisst ihr, was hier geplant ist in dem Land. Alles klar, dann tschüss erstmal.